Sie ist nicht die einzige Junge, die in dieser Geschichte und Tradition steht, sondern es ist gerade schon gesagt worden, Flossie Draper ist hier. Sie wird einen Blick auf ihren Urgroßvater werfen und uns Texte zu Gehör bringen, die die meisten Bamenjamin vielleicht lieber lesen würden oder auch hören würden, als seine nicht so leichten theoretischen Texte. Und ich freue mich, dass wir, Flossie, mit dir jemanden haben, der diesem Abend eine besondere Note gibt. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ebbe Weisweiler und bei der Hans-Meyer-Gesellschaft für die Einladung. Ich fange direkt an mit ein paar Texten. Ich werde dann am Ende jeweils mit einem Auszug aus dem Moskauer Tagebuch und Berliner Kindheit abschließen. Die Pfeife. Ein Spaziergang führte mich in Begleitung eines Ehepaares, dem ich befreundet war, in der Nähe des Hauses vorüber, das ich auf der Insel bewohnte. Ich bekam Lust, mir meine Pfeife anzuzünden. Als ich sie beim gewohnten Griff nicht fand, schien die Gelegenheit mir günstig, aus meinem Zimmer, wo sie auf dem Tisch liegen musste, sie mitzunehmen. Mit einem kurzen Wort bat ich den Freund, mit seiner Frau voranzugehen, während ich die Vermisste hole. Ich machte kehrt. Noch aber hatte ich mich kaum 10 Schritt entfernt, da fühlte ich bei einer Nachschau die Pfeife in meine Tasche. So kam es, dass die anderen, ehe noch eine volle Minute vergangen war, mich Rauchwolken aus der Pfeife stoßend wieder bei sich sahen. Da lag sie wirklich auf dem Tisch, erklärte ich, einer unverständlichen Laune folgend. Im Blick des Mannes tauchte etwas auf, das dem eines Erwachten ähnelte, welcher nach tiefem Schlaf noch nicht heraus hat, wo er nun eigentlich ist. Wir gingen weiter und das Gespräch nahm seinen Lauf. Etwas später lenkte ich es auf das Intermezzo zurück. Wie kam es, fragte ich, dass sie nichts merkten? Was ich behauptete, war doch unmöglich. Das schon, antwortete der Mann nach kurzer Pause. Ich wollte auch etwas sagen, aber dann dachte ich mir, es wird schon stimmen. Warum sollte er mich belügen? Der Wunsch. In einem chassidischen Dorf saßen eines Abends zu Sabbatausgang in einer ärmlichen Wirtschaft die Juden. Ansässige waren es, bis auf einen, der keine kannte, einen ganz ärmlichen, zu lumpen, der im Hintergrunde im Schatten des Ofens kauerte. Hin und her waren die Gespräche gegangen. Da brachte einer auf, was sich wohl jeder zu wünschen dächte, wenn er einen Wunsch frei hätte. Der eine wollte Geld, der andere einen Schwiegersohn, der dritte eine neue Hobelbank. Und so ging es die Runde herum. Als jeder zu Worte gekommen war, blieb noch der Bettler in der Ofenecke. Widerwillig und zögernd gab er den Fragen nach. Ich wollte, ich wäre ein großmächtiger König und herrschte in einem weiten Lande und läge nachts und schliefe in meinem Palast und von der Grenze breche der Feind herein und ehe es dämmerte, wären die Berittenen bis vor mein Schloss gedrungen und keinen Widerstand gäbe es und aus dem Schlaf geschreckt, nicht Zeit mich auch nur zu bekleiden und im Hemd hätte ich meine Flucht antreten müssen. Und sei durch Berg und Tal und über Wald und Hügel und ohne Ruhe Tag und Nacht gejagt, bis ich hier auf der Bank in eurer Ecke gerettet angekommen wäre. Das wünsche ich mir. Verständnislos sahen die anderen einander an. Und was hättest du von all dem? Fragte einer. Ein Hemd, war die Antwort. Das Licht. Mit der Geliebten war ich zum ersten Mal und in einem fremden Dorfe allein.
Ich wartete vor meinem Nachtquartier, das nicht das ihre war. Wir wollten noch einen Abendspaziergang machen. Wartend ging ich die Dorfstraße auf und ab. Da sah ich in der Ferne zwischen Bäumen ein Licht. Dies Licht, so dachte ich bei mir, sagt denen, die es allabendlich vor Augen haben, nichts. Es mag zu einem Leuchtturm oder Bauernhof gehören. Mir aber, dem hier Fremden, sagt es viel. Und damit machte ich kehrt, um von neuem die Dorfstraße abzuschreiten. So hielt ich es eine Zeit lang, und immer wenn ich nach einer Weile umkehrte, lockte das Licht zwischen den Bäumen meinen Blick an. Dann aber geschah es, dass es mir Halt gebot. Das war kurz, ehe die Geliebte mich wiederfand. Ich hatte mich von neuem umgewendet, und ich erkannte, das Licht, das ich zu ebener Erde gesichtet hatte, war das des Monds gewesen, der langsam über die fernen Wipfel heraufgerückt war. Auf die Minute. Nach monatelanger Bewerbung hatte ich von der Sendeleitung von D den Auftrag bekommen, die Hörerschaft 20 Minuten lang mit einem Bericht aus meinem Spezialgebiet, der Büchererkunde, zu unterhalten. Für den Fall, dass meine Plauderei Anklang fände, stellte man mir eine regelmäßige Wiederholung solcher Berichte in Aussicht. Der Abteilungsleiter war liebenswürdig genug, mich darauf hinzuweisen, dass ausschlaggebend neben dem Aufbau solcher Betrachtungen die Art und Weise des Vortrags sei. Anfänger, sagte er, begehen den Irrtum zu glauben, sie hätten einen Vortrag vor einem mehr oder weniger großen Publikum zu halten. Anfänger, sagte er, begehen den Irrtum zu glauben, sie hätten einen Vortrag von einem mehr oder weniger großen Publikum zu halten, das nur eben zufällig unsichtbar sei. Nichts ist verkehrter. Der Radiohörer ist fast immer ein Einzelner. Und angenommen selbst, sie erreichen einige Tausende, so erreichen sie immer nur Tausende Einzelner. Sie müssen sich also verhalten, als wenn sie zu einem Einzelnen sprechen. Oder auch wenn sie zu vielen Einzelnen, wenn sie wollen. Keinesfalls aber zu vielen Versammelten. Das ist das eine. Und nun noch ein zweites. Halten Sie sich genau an die Zeit. Wenn Sie es nicht tun, so müssen wir es an Ihre Stelle. Und zwar, indem wir rücksichtslos ausschalten. Jede Verspätung, sogar die kleinste, hat, wie wir aus Erfahrung wissen, die Neigung, sich im Programmverlauf zu vervielfachen. Greifen wir da nicht im Augenblick ein, so gerät uns unser Programm aus den Fugen. Also, vergessen Sie nicht, zwanglose Vortragsart und auf die Minute schließen. Mit diesen Anweisungen nahm ich es sehr genau. Auch hin von der Aufnahme meines ersten Vortrages fiel für mich ab. Das Manuskript, mit dem ich mich zur angesetzten Stunde auf dem Sender einfand, hatte ich mir zu Hause laut vorgetragen und nach der Uhr kontrolliert. Der Ansager empfing mich zuvorkommend, und ich durfte es als besonderes Zeichen des Vertrauens auffassen, dass er darauf verzichtete, mein Debüt aus einer anstoßenden Keue zu überwachen. Zwischen Ansage und Abmeldung war ich mein eigener Herr. Zum ersten Male stand ich in einem modernen Senderaum, wo alles der vollendeten Bequemlichkeit des Sprechenden, der zwanglosen Entfaltung seiner Fähigkeiten dient. Er kann an ein Stehpult treten oder sich in einem der geräumigen Sessel niederlassen. Er hat die Wahl zwischen den verschiedensten Lichtquellen. Er kann sogar auf- und abgehen und das Mikrofon dabei mit sich führen. Endlich hält eine Standuhr, deren Zifferblatt nicht Stunden, sondern nur Minuten markiert, ihm gegenwärtig, wie viel der Augenblick in dieser abgedichteten Kammer gilt. Mit dem Zeigerstand 40 musste ich fertig sein. Ich hatte gut die Hälfte meines Manuskripts abgelesen, als ich den Blick wieder der Standuhr zuwandte, auf welche der Sekundenzeiger, die gleiche Kreisbahn, die dem Minutenzeiger vorgezeichnet ist, mit 60-facher Geschwindigkeit zurücklegt.
War mir zu Hause ein Regiefehler unterlaufen? Hatte ich mich jetzt im Tempo vergriffen? Klar war das eine, dass 2/3 meiner Redezeit verstrichen waren. Während ich Wort für Wort mit verbindlichem Tonfall weiter ablas, suchte ich im Stillen fieberhaft einen Ausweg. Nur ein kühner Entschluss konnte helfen. Ganze Abschnitte mussten geopfert, die zum Schluss leitenden Betrachtungen dafür improvisiert werden. Aus meinem Text mich herauszureißen, war nicht gefahrlos, aber mir blieb keine Wahl. Ich nahm alle Kräfte zusammen, überschlug, während ich eine lange Periode aussparen, mehrere Manuskriptseiten und ging schließlich glücklich wie ein Flieger auf seinem Flugfeld im Gedankenkreis des Schlussabschnittes nieder. Aufatmend sammelte ich gleich darauf meine Papiere und im Hochgefühl der Performance-Leistung, die ich vollbracht hatte, trat ich vom Stehpult weg, um gelassen meinen Mantel überzuziehen. Nun hätte eigentlich der Ansage eintreten sollen, aber er ließ auf sich warten und ich wandte mich nach der Tür um. Dabei fiel mein Blick noch einmal auf die Standuhr. Ihr Minutenzeiger wies 36, noch volle 4 Minuten bis 40. Was ich vorhin im Fluge erfasst hatte, musste der Stand des Sekundenzeigers gewesen sein. Nun begriff ich das Ausbleiben des Ansages. Im gleichen Augenblick aber umfing mich die Stille, die noch eben wohltuend gewesen war, wie ein Netz. In dieser der Technik und dem durch sie herrschenden Menschen bestimmten Kammer überkam mich ein neuer Schauer, der doch dem ältesten, den wir kennen, verwandt war. Ich lieh mir selbst mein Ohr, dem nun auf einmal nichts als das eigene Schweigen entgegentönte. Das aber erkannte ich als das des Todes, der mich eben jetzt in 1000 Ohren und in 1000 Stuben zugleich hinraffte. Eine unbeschreibliche Angst überkam mich und gleich darauf eine wilde Entschlossenheit. Retten, was noch zu retten ist, sagte ich zu mir selbst, riss aus der Manteltasche das Manuskript, nahm unter den übergangenen Blättern das erste Beste und begann mit einer Stimme, die mein Herzklopfen mir zu übertönen schien, vorzulesen. Einfälle dürfte ich nicht mehr von mir verlangen. Und da das Stück Text, das ich erwischt hatte, kurz war, so dehnte ich die Silben, ließ die Vokale ausschwingen, rollte das R und schob gedankenvoller Satzpausen ein. Noch einmal erreichte ich so das Ende. Diesmal das Richtige. Der Ansager kam und entließ mich, verbindlich, wie er mich vorhin empfangen hatte. Meine Unruhe aber hielt an. Als ich darum am nächsten Tag einen Freund traf, von dem ich wusste, dass er mich gehört hatte, fragte ich beiläufig nach seinem Eindruck. Es war sehr nett, sagte er, nur habet es eben immer mit den Empfängen. Meine hat wieder eine Minute vollkommen ausgesetzt. Ich lese jetzt einen Auszug aus dem Moskauer Tagebuch und dann einen kurzen Auszug aus Berliner Kindheit. So, Moskau, 1. Januar. Auf den Straßen verkauft man Neujahrsträucher. Im Vorübergehen sah ich auf dem Straßneuplatz einen, der lange Gärten in der Hand hielt, die mit grünen, weißen, blauen, roten Papierblüten bis an die Spitze beklebt waren, je an einem Zweig eine Farbe. Ich möchte über Blumen in Moskau schreiben und dabei nicht nur von den heroischen Weihnachtsrosen, sondern auch den riesenhaften Stockrosen der Lampenschirme sprechen, die stolz erhoben von den Händlern durch die Stadt getragen werden. Dann von den süßen Zuckerbeeten auf Torten. Es gibt aber auch Torten als Füllhöhne, aus denen Knallbonbons sich drängen oder Pralinen in buntem Papier. Kuchenbrote in Form einer Lyre. Der Zuckerbäcker aus den alten Jugendschriften scheint nur in Moskau noch zu überleben. Nur hier gibt das Gebilde auch nichts als gesponnenem Zucker,
süße Zapfen, an denen die Zunge für die bittere Kälte Revanche nimmt. Auch von dem, was der Frost hier eingibt, wäre zu reden. Den bäuerischen Tüchern, auf denen die Muster, die mit blauer Wolle angenäht sind, Eisblumen von den Scheiben nachbilden. Das Inventar der Straßen ist unerschöpflich. Ich bemerkte die Brillen der Optiker, durch die der Abendhimmel plötzlich sich südlich färbt. Dann die breiten Schlitten mit den drei Fächern für Kakaos, Haselnüsse und Semitschki, Sonnenblumenkörner, die nun nach der Verordnung der Sowjets an öffentlichen Plätzen nicht mehr gekaut werden dürfen. Dann sah ich einen Händler mit kleinen Schlitten für Puppen. Endlich die Zinnbehälter. Man darf auf der Straße nichts fortwerfen. Ferner noch zu den Schildern. Einzelne lateinische Aufschriften. Café, Tailleur. Das Schild jeder Bierstube, Pivnaya. Gemalt auf einen Hintergrund, in dem ein stumpfes Grün am oberen Rande allmählich und verwaschen in schmutziges Gelb übergeht. Sehr viele Ladenschilde treten im rechten Winkel auf die Straße heraus. Am Neujahrsmorgen blieb ich lange zu Bett. Reich stand nicht spät auf. Wir sprachen wohl über 2 Stunden. Worüber eigentlich ist mir entfallen. Gegen Mittag gingen wir aus. Da wir das Kellerrestaurant geschlossen fanden, in dem wir an Feiertagen gewöhnlich essen, so gingen wir ins Hotel Liverpool. Es war an diesem Tage außerordentlich kalt. Ich hatte Schwierigkeit, vorwärts zu kommen. Bei Tische hatte ich eine gute Ecke. Rechts neben mir das Fenster auf einen Hof voller Schnee. Es ist mir jetzt gelungen, das Trinken bei Tisch nicht zu entbehren. Wir bestellten das kleine Menü. Es wurde nur leider zu rasch serviert. Ich hätte noch gern in dem holzgetäfelten Raum mit den wenigen Tischen noch länger gesessen. Es war keine Frau im Lokal. Mir war das sehr wohltuend. Ich bemerke, wie das große Ruhebedürfnis, das jetzt mit der Lösung meiner quälenden Abhängigkeit von Asien mich überkommt, überall Quellen findet, an denen es sich befriedigt. Natürlich bekanntermaßen vor allem Essen und Trinken. Selbst die Vorstellung meiner langen Rückreise hat etwas Wohltätiges für mich bekommen, solange nicht wie in den letzten Tagen die Unruhe um die Dinge zu Hause hineinspielte. Die Vorstellung, in einem Kriminalroman zu lesen, ich tue das ja kaum mehr, aber spiele mit dem Gedanken, und das tägliche Dominospiel im Sanatorium, in dem sich manchmal meine Spannung gegen Asien austrägt. An diesem Tage aber spielten wir, so viel ich weiß, nicht. Ich bat Reich, für mich Mandarinen zu kaufen, die ich dann Asia schenken wollte. Das tat ich nicht so sehr, weil sie am Vorabend mich drum gebeten hatte, sie ihr am nächsten Tage zu bringen, da hatte ich ihr das sogar abgeschlagen, als um auf unserem Eilmarsch durch die Kälte Gelegenheit zum Ausruhen zu bekommen. Aber Asia nahm die Tüte, auf die ich, ohne es ihr zu sagen, fröhliches Neujahr geschrieben hatte, sehr mürrisch hin und die Aufschrift bemerkte sie nicht. Abends zu Hause, geschrieben und gesprochen. Reich begann, im Barockbuch zu lesen. Und dann Winterabend. Manchmal nahm mich an Winterabenden meine Mutter zum Kaufmann mit. Es war ein dunkles, unbekanntes Berlin, das sich im Gaslicht vor mir ausbreitete. Wir blieben im alten Westen, dessen Straßenzüge einträchtiger und anspruchsloser waren als die später bevorzugten. Die Erker und Säulen gewahrte man nicht mehr deutlich und in die Fassaden war Licht getreten. Lag es an den Mullgardinen, den Stores oder dem Gasstrumpf unter der Hängelampe, dies Licht verriet von den erleuchteten Zimmern wenig. Es hatte es nur mit sich selbst zu tun. Es zog mich an und machte mich nachdenklich. Das tut es in der Erinnerung heute noch. Dabei geleitet es mich am liebsten zu einer von meinen Ansichtskarten. Sie stellte einen Berliner Platz dar. Die Häuser, die ihn umgaben, waren vom zarten Blau, der nächtliche Himmel, an dem der Mond stand, von dunklerem. Der Mond und die sämtlichen Fenster
waren in der blauen Kartonschicht ausgespart. Sie wollten gegen die Lampe gehalten werden. Dann brach ein gelber Schein aus den Wolken und Fensterreihen. Ich kannte die abgebildete Gegend nicht. Hallisches Tor stand darunter. Tor und Halle traten in ihr zusammen und bildeten die erhellte Grotte, in welche ich die Erinnerung an das winterliche Berlin vorfinde. Ich bin eine Benjamin-Leserin und vor allem eine Nachbarin. Ich lebe in Südfrankreich, an der spanischen Grenze in Banyuls-sur-Mer, dem Ort, von dem aus Benjamin seinen letzten Weg antrat. Ah, ja, das ist also Banyuls. Dafür ein malerischer Ort am Mittelmeer und 20 Kilometer entfernt von Porbou. Der Ort, können wir das nächste Foto? Der Ort, von dem. Das ist der Ort, von dem Walter Benjamin ausging und er kam dann in Porbou an. Das ist der Walter-Benjamin-Weg. Ich lebe dort ständig seit 1982, das Jahr, in dem ich meinen Dr. Phil an der Universität Hamburg machte, über Lessing, nichts über Benjamin. Natürlich war ich als Germanistikstudentin der 70er Jahre auf Walter Benjamin gestoßen. Deshalb pilgerte ich auch damals ziemlich schnell nach Porbou, zu seinem Grab, wo ich dann immer wieder sehr gerne hinfuhr. Ich war einverstanden mit Hannah Arendt, die nach ihrem ersten Besuch 1941 von diesem Ort sagte, es sei einer der schönsten, den sie je in ihrem Leben gesehen hätte. Das ist der kleine Friedhof am Meer in Porbou. Man sieht ganz diskret den Tunnel von Danny Caravan, die Hommage an Walter Benjamin. Nicht unser Thema, aber ein unglaublich beeindruckendes Monument. In der Zeit versuchte ich auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, über die Umstände. Wie ist Walter Benjamin nach Porbou gekommen? Wie hat es ihn hierher geführt in unsere Gegend? Im Winter oder Frühjahr 1986 erzählte mir Nina Einstein, die Tochter des Kunsthistorikers Karl Einstein und Frau eines Architektenkollegen meines Schwiegervaters, dass sie auf ein deutsches Buch von einer gewissen Lisa Fitko gestoßen sei. Lisa und ihr Ehemann Hans waren in demselben intellektuellen und politischen Milieu Berlins aufgewachsen wie Nina. Sie kannte Hans, der bei ihrem Onkel Franz Pfemfert, für dessen Zeitung Die Aktion arbeitete. Nina war begeistert, den Kontakt zu dieser Zeit wiederherstellen zu können. Sie sagte mir, sie hätte Lisa sofort geschrieben und warte auf eine Antwort. Lisa lebte damals in Chicago. Sie lieh mir ihr Exemplar und so erfuhr ich auch endlich, wie Walter Benjamin von Banyuls nach Porbou gekommen war. Kurze Zeit später waren wir bei Nina und ihrem Mann Jean Aupru zum Mittagessen eingeladen und Jean rief uns am Vormittag an und teilte uns mit, dass Nina in der Nacht ganz plötzlich und unerwartet verstorben war. Wir fuhren trotzdem hin und Jean gab mir einen Brief, der am selben Morgen angekommen war. Lisas Antwort. Er bat mich, da er weder Deutsch verstand noch sprach, Lisa zu antworten. So stand ich also vor der schweren Aufgabe, Lisa, die sich auch riesig freute über diesen wiederhergestellten Kontakt, vom Tod Ninas zu berichten. Als Lisa dann im Herbst desselben Jahres nach Banyuls kam, besuchte sie uns mit ihrer Nichte Katrin, der ältesten Tochter ihres Bruders Hans Eckstein, die noch im französischen Exil geboren war. Lisa war damals 78 Jahre alt, eine kleine, äußerst lebhafte Frau, die fließend Französisch, Englisch und Spanisch sprach. Ich war auch dabei, als ein Filmteam vom Hessischen Rundfunk versuchte, noch einmal die F-Route, heute umbenannt in Le Chemin de Walter Benjamin, mit ihr zu gehen, den sie damals 1940 mit Benjamin gegangen war. Geistig und körperlich auf geradezu bewundernswerte Weise fit, konnte sich niemand gegen sie durchsetzen, schrieb ich kurze Zeit später in einem Reise- und Wanderführer über diese Gegend.
Die Regisseurin Karin Alles raufte sich ab und zu die Haare und war doch ebenso fasziniert wie alle anderen von der Autorität und Selbstsicherheit, die Mrs. Fitko ausstrahlte. Nur eine Frau von diesem Format konnte damals den Kraftakt eines solchen Fluchtunternehmens durchstehen. Das ist also in der Mitte Lisa, Sie haben sie ja jetzt schon öfter mal gesehen, bei uns zu Hause im Patio mit einer ganz berühmten katalanischen Sängerin auch an ihrer Seite. Also dieser etwas ausführliche und anekdotische Vorspann, um zu erklären, dass mich mit Benjamin und seinem Schicksal mehrere Stricke verbinden. Deshalb habe ich auch gleich positiv geantwortet, als man 2015 mit der Frage an mich herantrat, ob ich die Rolle der Vizepräsidentin einer Benjamin-Assoziation akzeptieren würde. Diese Assoziation Walter Benjamin Sans Frontières schuf dann 2017 auch einen Walter Benjamin-Preis, der seitdem an drei Autoren vergeben wurde. 2017 an Bruno Tackels mit seiner exzellenten Benjamin-Biografie, die nicht übersetzt ist. 2018 an Anne Roche und ihre Essaysammlung. Und 2019 an den jungen Benjamin-Forscher Marc Berdet und sein Buch Phantasmagorien des Kapitals. Exzellent. Die Assoziation und der Preis sind nun im Frühjahr dieses Jahres, im Vorfeld des Skandals um die Vereinnahmung Walter Benjamins, explodiert und haben zu einer Neugründung geführt. Und das kam so. Im März 2020 waren in Frankreich Kommunalwahlen angesagt. In Perpignan, wo die rechtsextreme Partei Front National, später umbenannt in Rassemblement National, seit Jahren eine Wählerschaft von etwa 30% hat, präsentierte sich wieder einmal Louis Alliot. Louis Alliot ist einer der Vizepräsidenten des Rassemblement National, der Ex-Gefährte von Marine Le Pen, die Tochter ist von Jean-Marie Le Pen, der Gründer des Front National. Und angesichts der katastrophalen Politik des amtierenden Bürgermeisters Jean-Marc Pujol befürchtete man, dass er diesmal echte Chancen haben würde. Ganz in der Logik der nationalen und internationalen Strategie der Ultrarechten sicherte sich Alliot im Vorfeld seiner Wahl die Unterstützung weiter Kreise des gediegenen Bürgertums in Perpignan und einige seiner gehobenen Repräsentanten. So schaffte er es, für den Platz 3 seiner Liste André Bonnet zu gewinnen, den Präsidenten des Centre Méditerranéen de Littérature, kurz CML. Das CML vergibt seit über 30 Jahren äußerst renommierte Literaturpreise und gehört zu einer der soliden Institutionen der Stadtkultur. André Bonnet und sein nationales und internationales Netz an Beziehungen hatte auch unsere Assoziation interessiert und so war André Bonnet 2018 Mitglied in unserer Jury geworden. Sein Platz auf der Liste des rechtsextremen Kandidaten hatte natürlich sofort den größten Protest in der Assoziation ausgelöst und er trat dann auch umgehend aus der Jury zurück, bot aber seinem Freund Jean-Pierre Bonnel, dem sehr umtriebigen Präsidenten unserer Assoziation, an, bei einem Wahlsieg das sogenannte Centre d'Art Contemporain Walter Benjamin zu übernehmen. Ein Skandal, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Vorher kurz einiges zu diesem Centre d'Art Contemporain Walter Benjamin. Denn das zeitgenössische Kunstzentrum Walter Benjamin hat selbst eine komplexe Geschichte. Es wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als Schulgebäude von einem bekannten Architekten Léon Bail gebaut. Von ihm stammt auch das sehr besondere und emblematische Hotel in unserer Gegend, in Cerbère, dem letzten Ort vor der spanischen Grenze, dem letzten französischen Ort. Also ein sehr eigenartiges Gebäude. Und jetzt können wir wieder weitermachen. Nach 1950 waren hier die Räume der Kunsthochschule Perpignans untergebracht. Im Oktober 2013 wurde das Centre d'Art Walter Benjamin eröffnet, nach Walter Benjamin benannt, gemäß der Idee des damaligen Kulturbeauftragten der Stadt, Jordi Vidal, der kurze Zeit später von seinem Amt zurücktrat.
Diese neue Bestimmung ging einher mit der nur zögernd der Öffentlichkeit unterbreiteten Entscheidung des amtierenden Bürgermeisters Jean-Marc Pujol, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts existierende Kunsthochschule, Les Beaux-Arts de Perpignan, zu schließen. Die Eröffnung des Centre d'Art Walter Benjamin schrieb sich also ein, in eine Strategie von der drohenden Schließung der Kunsthochschule erst einmal abzulenken. Und das 5 Monate vor den damals anstehenden Gemeindewahlen. Die Kunsthochschule wurde dann 2016 in der Tat endgültig geschlossen. Das Centre d'Art Walter Benjamin hat als solches nie wirklich existiert. Es gab weder ein Konzept, noch ein Team, noch ein Budget. Zwar gab es zwischen 2013 und 2016 hier insgesamt 7 Ausstellungen. In der Zwischenzeit wurden die Räume jedoch als Allzweckräume der Stadt genutzt. Und 2018 wurde ein Teil der städtischen Mediathek während ihres Umbaus hier untergebracht. 2019 war das Centre sogar zu verkaufen. Dazu ist zu bemerken, dass 2017 das Museum Perpignans, Le Musée Rigaud, nach Umbau und Erweiterung wieder eröffnet wurde, und zwar mit zeitgenössischen Ausstellungen. Es liegt nur ein paar Schritte entfernt vom Centre d'Art, und das Online-Magazin La Clau schrieb dann auch, 2019 erweist sich, dass es sich bei dem wegen seiner Doppelfunktion unnütz gewordenen Centre d'Art Walter Benjamin eher um ein Wahlobjekt gehandelt hat, das dazu bestimmt war, die kulturelle Linke zu verführen. Also dieses von der ehemaligen Stadtverwaltung völlig vernachlässigte Zentrum bot die Nummer 3 auf der Liste des ultrarechten Kandidaten, nun Jean-Pierre Bonnel und seine Assoziation, also uns Walter Benjamin, an, mit ehrgeizigen Plänen. Sie haben vorhin darauf schon kurz hingewiesen. Hier sollte es ein Dokumentationszentrum für jüdische Kultur und die Geschichte und in der Geschichte Verfolgte, wie zum Beispiel Zigeuner und spanische Republikaner, geben. Der Präsident Bonnel war angetan von diesem Plan und teilte dieses auch ohne zu zögern auf seinem Blog der Öffentlichkeit mit. Ein Mitglied unserer Assoziation wurde Anfang März darauf aufmerksam und alarmierte die anderen. Ein allgemeiner Schreckensschrei ging durch die Reihen, man glaubte seinen Augen und Ohren nicht zu trauen. Die Assoziation Walter Benjamin sollte eine Partei dabei unterstützen, mit dem Namen eines Philosophen salonfähig zu werden, der von ihren historischen Vorgängern in den Tod gehetzt wurde. Ein Skandal. Aber anstatt sich seines Fehltritts bewusst zu werden und ein Mea culpa zu veröffentlichen, griff Bonnel die schockierten Mitglieder an, bezichtigte sie der Denunziation und beschimpfte sie als Trotzkisten, die ihm einen stalinistischen Prozess machten. Die zum Teil weltweit verstreuten Mitglieder der Jury der Assoziation, Bruno Tackels ist in Kolumbien, Marc Berdet lehrt in Brasilia, und vor allem auch die 3 Preisträger waren entsetzt. Wie hatten sie über die Jahre mit einem Präsidenten zusammenarbeiten können, ihre renommierten Namen einer Assoziation leihen können, die zu solch einem Fauxpas und politischen Irrweg in der Lage war? 11 der 12 Jurymitglieder traten geschlossen aus und gründeten in Windeseile eine neue Assoziation, um Walter Benjamin in Sicherheit zu bringen. Im Juni passierte dann, was schon befürchtet worden war. Louis Alliot wurde zum Bürgermeister gewählt, André Bonnet sein Kulturbeauftragter. Kurz mal das Foto, damit wir sie auch mal sehen. Links André Bonnet, in der Mitte Louis Alliot. Und dann machen wir gleich weiter. Okay. Es reicht. Das Centre d'Art Contemporain Walter Benjamin befindet sich von nun an unter der Regie einer ultrarechten Stadtregierung. Die Association du Prix Européen Walter Benjamin, unsere neue Assoziation, hat sich bei ihrer Neugründung vor allem 2 Ziele gesetzt. A, jährlich einen Preis und gegebenenfalls einen Sonderpreis zu verleihen, und B, wachsam zu sein, was die Vereinnahmung Walter Benjamins betrifft. So war sie nun, jung wie sie war, unmittelbar nach ihrer Gründung vor 2 große Aufgaben gestellt. A, die diesjährigen Preise zu verleihen, und B, den Skandal um das Centre d'Art Culturel Walter Benjamin, Contemporain Walter Benjamin,
in Perpignan aufzudecken. Die Preise wurden vergeben. Der Europäische Walter-Benjamin-Preis geht dieses Jahr an Michael Löwy mit seinem 2019 erschienenen Werk »Die Revolution ist eine Notbremse«, ein Benjamin-Zitat. Und der Spezialpreis Walter Benjamin geht an Lisa Fitko anlässlich der französischen Wiederauflage ihrer Erinnerungen mit einem exzellenten Vorwort von Edwy Plenel, »Le présent du passé«, die Gegenwart der Vergangenheit. Edwy Plenel ist einer der engagiertesten politischen Journalisten Frankreichs und Gründer der Online-Zeitung Mediapart. Das Buch war ungefähr 10 Jahre in Frankreich nicht zu bekommen. Die Preisverleihung findet im Dezember in der Gedenkstätte Rivesaltes bei Perpignan statt, mit einer Hommage an Lisa Fitko am nächsten Tag in Banyuls und einer Veranstaltung in einer sehr engagierten Buchhandlung in Perpignan, Tocatis. Ja, und B. Alliot wurde der Kampf gegen die Vereinnahmung des Namens von des vom Faschisten in den Tod getriebenen Philosophen angesagt. Und zwar sofort Anfang Juli, das heißt unmittelbar nach der Wahl Alliots am 28. Juni. Und zwar in Form einer Tribüne in der großen französischen Tageszeitung Le Monde. In kürzester Zeit unterschrieben über 600 Personen diesen Appell, darunter renommierte Persönlichkeiten aus allen Bereichen. Darauf ist auch schon eingegangen worden. Er wurde auch von vielen Personen unterstützt, die ihrer Empörung über diesen Wahlsieg einer faschistischen Partei Ausdruck geben wollten. Es gab, so schnell gab es keine Form des Protests und deshalb bekamen wir viele, viele Unterschriften. Das Echo ist vor allem in Deutschland erheblich. Der WDR, der Deutschlandfunk, die TAZ, die internationale Walter-Benjamin-Gesellschaft und viele andere Medien berichteten. Anfang August positionierte sich auch die Akademie der Künste, nachdem Klaus Steg bereits im Vorfeld unterzeichnet hatte. Das wiederum führte zu Berichten und Reaktionen in vielen ausländischen Medien, wie zum Beispiel der spanischen La Vanguardia und sogar einer kolumbianischen Zeitung. Die Meinung schien einhellig zu sein. Klaus Steg sprach von einer schamlosen Vereinnahmung Walter Benjamins und seiner Worte. Der deutsch-französische Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte bezeichnete das Vorgehen Alliots als obszönen Versuch, den rechtsradikalen, fremdenfeindlichen, antisemitischen Mief seiner Partei loszuwerden. Aber es gab auch verständnisvolle, freundliche Stimmen. In einem ziemlich infamen Artikel in der FAZ kritisierte der junge Autor und Journalist Simon Strauss die Stellungnahme der Akademie der Künste, verteidigte Alliot und sein Projekt und fragte sich, ob Benjamin nicht auch ein Philosoph der Ultrarechten sein könnte. Um dies zu belegen, nannte er so ungenau wie selektiv Benjamins Essay über Goethes Wahlverwandtschaften oder die berühmte 9. These der Thesen über den Begriff der Geschichte, in der Benjamin den Fortschritt als Sturm bezeichnet, der unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Benjamins extrem komplexen Fortschrittsbegriff im Rahmen dieser Logik zu missbrauchen, zeugt entweder von einer gehörigen Portion von Inkompetenz oder von einer nicht minder zu verurteilenden Unlauterkeit. Warum also nicht erst einmal abwarten, resümierte Simon Strauss. Schließlich habe Alliot ja vielleicht ein interessantes Programm für dieses seit langem vernachlässigte Zentrum. Warum ihm keinen Kredit gewähren? Den politischen Kampf, heißt es in seinen Schlusssätzen, soll man dort führen, wo die Schlacht geschlagen wird, nämlich bei der Frage, was in dem Zentrum in Perpignan eigentlich stattfinden soll. Nicht, dass ein nach Benjamin benanntes Haus vom politischen Gegner neu eröffnet wird, sondern was dort unter seinem Namen veranstaltet wird, muss unter Beobachtung stehen. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, kein Spezialist für die Ideologie der Ultrarechten. Aber auch ein Nicht-Spezialist weiß heute, dass es zu den Grundstrategien der Ultrarechten gehört, die bürgerliche Kultur für sich und ihre Ideologie zu vereinnahmen, sie sozusagen zu neutralisieren, um als Wolfs im Schafpelz ihre immer noch faschistische, das heißt zum Beispiel extrem fremdenfeindliche Politik durchzusetzen. Das Centre Art
d'art contemporain Walter Benjamin wäre dafür ein geradezu karikaturales Beispiel. Ein Dokumentationszentrum für Flüchtlinge und Verfolgte der Geschichte wie Juden, Zigeuner und spanische Republikaner, benannt nach einem vom Narzissmus und Faschismus des 20. Jahrhunderts verfolgten Philosophen, Menschen, Bevölkerungsgruppen, deren Schicksale erschreckende Parallelen aufweisen mit heute Flüchtenden, für die sich leider nicht nur die Ultrarechten nicht nur nicht interessieren, sondern die sie auch lieber im Mittelmeer ertrinken sehen, als ihnen Asyl auf ihrem Boden zu gewähren. Louis Alliot ist heute nach seinem Sieg in Perpignan in seiner Partei das Modell einer neuen Strategie, die auf der Linie eines nationalen Populismus, der sich durchaus kulturelle Werte der französischen Bourgeoisie zu eigen zu machen weiß, sehr vorsichtig geworden ist, mit den traditionellen rassistischen und antisemitischen Parolen der Front National oder dem Rassemblement National. Louis Alliots Modell ist zum Beispiel Robert Ménard, der ultrarechte Bürgermeister von Béziers, auch eine Stadt in Südfrankreich, der nicht Mitglied des Rassemblement National ist. Da müssen wir mal weitermachen. Und hier ein kurzer, also Robert Ménard ist auch extrem und explizit fremdenfeindlich und er erlaubte sich sogar mit der Bürgermeisterscharpe persönlichst syrische Familien aus ihren Wohnungen zu werfen oder ihnen zumindest zu sagen, dass sie nicht willkommen sind. Sie sind hier in Béziers nicht willkommen. Wir möchten Ihnen sagen, Sie sind nicht willkommen und Sie müssen diese Wohnung verlassen. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen, weil es total ungerichtlich war und die syrische Familie konnte mit Hilfe von Organisationen dort bleiben. Aber das ist sein Modell und das ist auch sein großer Wahlkampfunterstützer. Carole Delgat, die Präsidentin der Region Okzitanien, wozu Perpignan gehört, mahnt deshalb auch zu Recht bei einem Besuch in Perpignan im September: Ich werde immer gegen ultrarechte Ideen und ihre Banalisierung kämpfen. Die Ideen der Ultrarechten sind gefährlich. Louis Alliot ist ein Ultrarechter und seine Ideen sind gefährlich. Und ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass Louis Alliot Kabinettsdirektor von Jean-Marie Le Pen war, als dieser behauptete, dass die Konzentrationslager-Krematorien ein historisches Detail seien. Kann man sich vielleicht in Deutschland auch noch daran erinnern. In diesem Sinne ist es unvorstellbar, Walter Benjamin nicht vor der Vereinnahmung durch diese Ideologie retten zu wollen. Er selbst schrieb in seiner sechsten These über den Begriff der Geschichte: Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Das war auch der Titel unserer Tribüne in Lümrund auf Französisch. Und so haben sich auch die beiden Enkelinnen, zwei der Enkelinnen von Walter Benjamin, Mona und Kim, in einem Schreiben an uns gemeldet. Und das ist jetzt das Zitat, das Schreiben. Es ist eher eine Untertreibung zu sagen, dass die Vorstellung, dass der Name unseres Großvaters benutzt wird, um die Ideale und Ideen der extremen Rechten zu fördern, uns mit Schrecken erfüllt. Alliot und das Rassemblement National stehen für alles, wogegen unser Großvater, aber auch unsere Großmutter Dora Benjamin und unser Vater Stefan emotional, politisch und intellektuell waren. Allein die Vorstellung, dass unser Familienname benutzt werden könnte, um die Überzeugungen der extremen Rechten zu zelebrieren und zu propagieren, ist ein Affront gegen die Geschichte unserer Familie und gegen die kollektive Geschichte all jener, die für eine bessere Welt, für Fairness und für die Rechte aller gekämpft haben und weiterhin kämpfen. Das macht uns krank. Seien Sie versichert, dass wir in Ihrem Protest gegen diesen Vorschlag an Ihrer Seite stehen. Und wenn es irgendetwas gibt, was wir tun können, irgendeine Maßnahme, die wir ergreifen können, ob klein oder groß, würden wir gerne helfen. Wir müssen das. Unser Vater wäre voll Zorn und Verzweiflung über diese jüngste Entwicklung gewesen und hätte dafür gekämpft, den Namen seines Vaters davor zu schützen, auf diese Weise benutzt zu werden. Sie haben am 7. September mit Hilfe Ihres Londoner Rechtsanwalts einen Brief verfasst und ihn an Alliot geschickt,
Und in ihm machen sie deutlich, dass sie gegen die Verwendung des Namens ihres Großvaters in diesem Kontext sind. Bisher haben sie keine Antwort bekommen. Wir, die Association Européenne Walter Benjamin, mit unserer Webseite oben, werden weiterhin in diesem Sinne gegen die Vereinnahmung des Philosophen agieren. Und Sie können uns dabei gerne helfen und unterstützen, indem Sie zum Beispiel dieser Assoziation beitreten oder eine kleine Spende für eine Crowdfunding-Aktion, die wir gerade machen, um die Aktionen und Veranstaltungen im Dezember zu finanzieren. Findet man alles auf dieser Webseite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Zeitgenosse Walter Benjamin, erinnern und eingedenken. Jede Betrachtung, die sich im Leben und Werk des Zeitgenossen Benjamin als Thema wählt, fühlt sich sogleich konfrontiert mit einer der großen Katastrophen dieses Jahrhunderts, der ebenso grausamen wie törichten Vernichtung dessen, was man deutsch-jüdische Symbiose genannt hat. Hier gibt es vom Ende des Jahrhunderts her gesehen in der Tat nur noch Hoffnung im Vergangenen. So Hans Meyer in seiner großen Vorlesung zum 100. Geburtstag Walter Benjamins, die er 1992 in der Universität Leipzig gehalten hat. Eine solche Betrachtungsform des historischen Erinnerns, wie sie Benjamin entwickelt und in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte entwickelt hat, ist auch heute noch wert, bedacht zu werden. Angefangen hat es nach Hans Meyer mit dem 30. Januar 1933, einen Tag im Dunkel des gelebten Augenblicks, um einen Terminus von Ernst Bloch zu nehmen. Aus dem Rundfunk erfuhr der junge Doktor der Rechte in Köln von der neuen Regierungsbildung in Berlin. Die Kommunistische Partei hatte zu einer Massenkundgebung aufgerufen. Meyer ging hin. Er erinnert sich 60 Jahre später. Zitat: Es waren viele Leute gekommen, doch von einer Massenkundgebung konnte nicht gesprochen werden. Die Kölner sind neugierig, benutzen jede Gelegenheit, etwas Spektakuläres anzuschauen. Die Fackelzüge waren es. Eine Kundgebung nach so vielen anderen war langweilig. Die Stimmung war gedrückt, unruhig. Was würde geschehen? Ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter aus Berlin war gekommen, Werner Hirsch, ein Jude, der später erschlagen wurde. Der gab sich zukunftssicher. Die sollen ruhig abwirtschaften und dann kommen wir. Man klatschte ein wenig. Ich habe nicht geklatscht, das weiß ich genau. Ich wusste nichts, ahnte aber, dass alles anders kommen würde. Damit kein Missverständnis entsteht, Meyer präzisierte das später bei einer Geburtstagsrede für Hans-Werner Richter, Zitat: Wir wussten, was kommen würde, doch wir glaubten es nicht. Für Benjamin allerdings war der Sachverhalt klar. In seinem dritten Curriculum Vitae schreibt er rückblickend: Die Epoche zwischen zwei Kriegen zerfällt für mich naturgemäß in zwei Perioden, vor und nach 1933. Am 27. und 28. Februar brennt der Reichstag. Walter Benjamin schreibt an seinen Freund Gershom Scholem: Lieber Gerhard, ich benutze eine ruhige Stunde tiefer Verstimmung, um dir wieder mal ein Blatt zu schicken. Das bisschen Fassung, was man in meinen Kreisen der neuen Regierung entgegengebracht hat, ist rasch verbraucht und man gibt sich Rechenschaft, dass die Luft kaum mehr zu atmen ist. Ein Umstand, der dadurch an Tragweite verliert, dass uns die Kehle ohnehin schon zugeschnürt ist. Dies vor allem wirtschaftlich.
Zitat Ende. Das bedeutete die fortfallenden Einnahmen durch den Rundfunk. Jossi hatte erzählt, dass Benjamin sehr ausführlich auch für den Rundfunk gearbeitet hat, aber auch für die Frankfurter Zeitung in Berlin durch den Wechsel des Feuilletonchefs. Den hatte man kurzfristig entsorgt, um die Zeitung auf Kurs zu bringen. Am Freitagabend, dem 17. März, verlässt Benjamin Berlin. Bei einem etwas längeren Aufenthalt durch Zugwechsel frühmorgens in Köln trifft er den Kulturhistoriker und Journalisten Karl Linfert, der als Korrespondent und Redakteur der Frankfurter Zeitung in Köln arbeitete. Im Gespräch mit dem renommierten Benjamin-Experten Momme Brodersson, der noch mit Karl Linfert persönlich Kontakt hatte, habe ich erfahren, dass es Benjamin wohl darum ging, Absprachen über weitere Veröffentlichungen in der Frankfurter Zeitung zu treffen, die in der Vergangenheit, wie gesagt, eine wesentliche Einnahmequelle für ihn gewesen war. Nach zweistündigem Stopp reiste Benjamin weiter ins Exil. Wie gut 100 Jahre zuvor, 1831, sein wegen seiner jüdischen Herkunft und politischen Ansichten ebenfalls angefeindeter Urgroßonkel zweiten Grades, Heinrich Heine. Mit Linfert stand Benjamin im kommenden Jahr von Paris aus in ständigem brieflichen Kontakt. Er schätzte insbesondere dessen kunsthistorische Arbeiten. Eine der letzten Veröffentlichungen Benjamins in der Frankfurter Zeitung ist ein Rückblick auf Stefan George, der unter dem Pseudonym K.A. Stempflinger erschien. Während viele deutsche Juden sich noch Illusionen über den Rechtsstaatscharakter des Deutschen Reiches machten, uns wird schon nichts passieren, war sich Benjamin, der auch wusste, dass sein der KPD angehörender Bruder Georg von der preußischen Polizei im April in Schutzhaft genommen war, über seine politische Lage durchaus im Klaren. Seit Mitte der 20er Jahre hatte er sich, wie viele intellektuelle Zeitgenossen der sozialistischen Linken, zugewandt. Personen wie Ernst Bloch, den er schon länger kannte, natürlich auch Bertolt Brecht und vor allem Asja Lazis, seine unglückliche lettische Geliebte, haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Nicht zu unterschätzen ist aber auch Benjamins genaue Beobachtung der wirtschaftspolitischen Lage und seine Einschätzung der Rolle der politischen Parteien. Resümierend fasst er das in einem Brief an Scholem vom 3. Oktober 1931 zusammen. Zitat: Die Wirtschaftsordnung Deutschland bietet genauso viel festen Grund wie die Hohe See, und die Notverordnungen überschneiden sich wie die Wellenkämme. Die Arbeitslosigkeit ist im Begriff, die revolutionären Programme genauso antiquiert erscheinen zu machen, wie es mit den wirtschaftspolitischen bereits geschehen ist. Denn allem Anschein nach sind die faktisch von den Massen der Arbeitslosen Delegierten bei uns die Nationalsozialisten. Die Kommunisten haben bisher den notwendigen Kontakt mit diesen Massen und damit die Möglichkeiten einer revolutionären Aktion nicht gefunden, indem die Vertretung der Arbeiterinteressen in jedem konkreten Sinn durch das fantastische Heer der Reservearmee immer mehr eine reformistische Aufgabe wird und vermutlich auch von den Kommunisten kaum anders besorgt werden könnte, als die Sozialdemokraten es tun. Zitat Ende. Am 27. April 1934 hält Benjamin im Institut zum Studium des Faschismus in Paris einen Vortrag unter dem Titel »Der Autor als Produzent«. Zum Abschluss formuliert er die Aufgabe des Schriftstellers, den Produktionsapparat, den Zwecken der Literatur, den Zwecken der proletarischen Revolution anzupassen. Die Aufgabe bestehe darin, den geistigen Produktionsmittel zu vergesellschaften gegen den Geist des Faschismus. Als Fazit heißt es, Zitat:
Der Geist, der sich im Namen des Faschismus vernehmbar macht, muss verschwinden. Der Geist, der ihm im Vertrauen auf die eigene Wunderkraft entgegentritt, wird verschwinden. Denn der revolutionäre Kampf spielt sich nicht zwischen dem Kapitalismus und dem Geist, sondern zwischen dem Kapitalismus und dem Proletariat ab. Zitat Ende. An dem ersten Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Demokratie vom 21. bis 25. Juni in Paris 1935 nimmt Benjamin teil, aber er gehört nicht zu den Rednern wie zum Beispiel Louis Aragon oder Bertolt Brecht. In Fortsetzung seines schon genannten Vortrages formuliert Benjamin einen Text, der die Rezeption des Kunstwerks im Rahmen der neuen Reproduktionstechniken formuliert. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Im Nachwort dazu heißt es, Zitat, die zunehmende Proletarisierung der heutigen Menschen und die zunehmende Formierung von Massen sind zwei Seiten ein und desselben Geschehens. Der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie drängen, anzutasten. Er sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der Faschismus sucht ihnen einen Ausdruck in deren Konservierung zu geben. Die Vergewaltigung der Massen, die er im Kult eines Führers zu Boden zwingt, entspricht der Vergewaltigung einer Apparatur, die er der Herstellung von Kulturwerten dienstbar macht. Alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik gipfeln in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg. Der Krieg und nur der Krieg macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabs unter Wahrung der überkommenen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. Man sieht, Benjamin ist auf der Höhe seiner Zeit. Wie aber sieht bzw. analysiert er die Entwicklung dahin, die Ursachen für den Faschismus? Nach seiner Auffassung geht der Faschismus aus dem Fortschrittsglauben der Moderne hervor. In der These, die Geschichtsthesen wurden ja schon angesprochen, heißt 13 heißt es, Zitat, die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung dieses Fortgangs muss die Grundlage an der Kritik der Vorstellung des Fortschritts überhaupt bilden. Zitat Ende. Was heißt das? Es geht Benjamin um einen anderen Begriff der Geschichte als dem des Historismus. Deren Repräsentanten schreiben die Geschichte als Autoren der Herrschenden. Zitat, die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugute. Zitat Ende. Der landläufigen Darstellung in der Geschichte, so schrieb er in einer Notiz, liegt die Herstellung einer Kontinuität am Herzen. Sie legt auf diejenigen Elemente des Gewesenen Wert, die schon in die Nachwirkung eingegangen sind. Damit wird eine gewisse Zwangsläufigkeit der geschichtlichen Entwicklung hergestellt, die eine Richtigkeit des Geschehens belegen soll. Mögliche alternative Entwicklung hat es so nicht geben können. In einem Rundfunkvortrag von 1966 hat Ernst Bloch das einmal so formuliert. Die Tradition ist die Revolution der Abgeschiedenen. Die Revolution ist die Tradition der Zukünftigen. Man erinnert sich Fakten darlegend und aufzählend, wie es war, aber nicht, wie es hätte anders sein können,
wie es sich anders hätte entwickeln können. Das Erinnern ist statisch. Es ist im historischen Augenblick zugewandt, wie er gewesen ist. Das Eingedenken aber ist der Zukunft zugewandt. Der Begriff des Eingedenkens findet sich, abgesehen von Texten zum Messianismus, wohl zuerst in Blochs 1918 erschienenen Buch Geist der Utopie und darauf im Thomas Münzer. Beide Texte waren Benjamin gut vertraut. Es kommt darauf an, dass die Vergangenheit mit der Gegenwart zu einer Konstellation zusammentritt. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, damit Sie nicht ungeduldig werden. Verbindet man das Eingedenken mit den Differenzierungen im Begriff Fortschritt bei Ernst Bloch, so kommt man mit ihm zu folgender Beschreibung der historischen Konstellation. Zitat: Es gibt ein durch Vergangenheit und Zukunft hindurchgehendes Korrelat von Gegenwart als unentschiedene, nämlich unerledigte Aktualität und in der Haltung zu ihr immer wieder Vergegenwärtigung. Als Griffe Vergangenes gerade weiterrufend, Zukünftiges gerade hinter sich zu Vergangenen, Ungelungenen zurückrufend in unseren lebenden Tag. Grundbeispiel: Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten's besser aus. Diese Zeile kennen sicher einige unter Ihnen aus dem Bauernkriegslied von Florian Geyer von 1525. Keine Angst, ich singe das nicht, Pedro spielt. Kommen wir in die Gegenwart zur Aktualität von Walter Benjamin. Bekannt und berühmt ist Benjamins Engel der Geschichte. Zitat: Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel die Flügel nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Zitat Ende. Seit Benjamin diese neunte These schrieb, hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Sturm weitergetobt. Der Trümmerhaufen ist größer geworden. Kriege wie in Syrien und im Jemen schaffen neues Elend und Not. Krisen und die Ausbeutung der Menschen haben eher zugenommen. Massenproteste in Chile und Brasilien, in Hongkong und Thailand, aber auch in Belorussland und zahlreichen anderen Ländern stehen auf der Tagesordnung. Eine der größten Katastrophen, wie die Klimakrise, zerstört die Lebensgrundlagen der Menschen und Tiere. Zitat: Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das Gegebene. In Bezug auch auf den vulgärmarxistischen Arbeitsbegriff stellt Benjamin heraus, dass er, Zitat, nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben will. Er weist schon die technokratischen Züge auf, die später im Faschismus begegnen werden. Zu diesen gehört ein Begriff der Natur, der sich auf unheilverkündende Art von den sozialistischen Utopien des Vormärz abhebt. Die Arbeit, wie sie nunmehr verstanden wird, läuft auf die Ausbeutung der Natur hinaus, welche man mit naiver Genugtuung der Ausbeutung des Proletariats beiseite stellt. Das hattest du schon angesprochen. Wenn man das liest,
sieht man Benjamin in der ersten Reihe bei den Demonstrationen von Fridays for Future mitmarschieren. Auch der heute noch herrschende Begriff von Fortschritt ist einer, der Katastrophen vorantreibt. Nach klassischen Vorstellungen wäre, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, aber ganz einfach, eine Revolution notwendig. Benjamin formuliert in den Entwürfen zu den Thesen, Zitat, Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte, aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reißenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Zitat Ende. In der gerade laufenden Staffel von Babylon Berlin gab es vor einer Woche eine Folge mit einem Essen von erlauchten rechten Gästen bei der Großkapitalistin Thyssen. Die links eingestellte Tochter des Generalmajors Segers, Hans von Seeckt, bekommt als Tischnachbarn den nationalkonservativen Oberst Wendt. Dieser schwärmt von Ernst Jünger, worauf Malou Segers kontert und sagt, lesen Sie Benjamin. Ob sie dessen Artikel zu den Theorien des deutschen Faschismus, eine Rezension über das Buch Krieg und Krieger, 1930 herausgegeben von Ernst Jünger, gelesen hat, steht dahin. Ich wiederhole aber Ihren Satz. Lesen Sie Benjamin. Er ist immer noch aktuell und eine Bereicherung fürs Denken und reflektierten Handeln. Vielen Dank.